So, Hallöchen auch zurück an YouTube für die Aufnahme wieder. Wir werden jetzt einmal weiter questen, binnen der Gruppensuche für Burg Utgard zum... Okay, jetzt sind wieder mehr Heiler drin. Zum dritten Mal jetzt dann. Ich hoffe, dass der Dolch... Jetzt ist er zweimal gedroppt, zweimal hier nicht bekommen, dass ich den Dolch vielleicht bekomme. Wahrscheinlich droppt er jetzt nicht mehr, jetzt droppt er für... Wobei, das ist die falsche Instanz. Was machen wir denn hier? Burg Utgard, dieser Helm. Burg Utgard. Der wäre aber auch gar nicht schlecht. Ich meine, Zaubermacht 51. Willenskraft, Ausdauer... Alles, was das Herz begehrt. Also selbst wenn der droppt, den hätte ich auch gerne. Ja, paar K Gold, soweit ich weiß. Was? Der Welbling ist so viel wert? Paar tausend Gold. Winziger purpurroter Welbling. Bin mal gespannt. Den haben wir jetzt durch die in der Box bekommen hier. Im Abenteuerbedarf war der jetzt ja drin. Wir lernen jetzt auf jeden Fall mal die Natter, weil die ist nichts wert. Aber den Welbling, da gucke ich mal ins Auktionshaus nachher auf jeden Fall. So, wir müssen noch, genau, die habe ich, den müssen wir noch machen. So, das Ding hat leider eine elendige Ablinkzeit. Aber dann questen wir jetzt einfach ein kleines bisschen, gucken mal, dass wir in die Distanz kommen, Goldklee sammeln und so weiter und so fort. Aber wir sind auf einem guten Weg, wir sind jetzt bei 69% zu Level 71. Es läuft. Ich meine, ich habe heute dann fast ein Level gemacht. Wir waren bei 20%, bin ich gestartet. Nur heute durch die paar Instanzen. Da wir haben im Moment noch doppelte Erfahrungspunkte, was ganz geil ist. Sind wir gut vorwärts gekommen. Beim Let's Play mit meinem Paladin waren wir, wow, dreimal langsamer, würde ich sagen. Könnt hinkommen. Das ist nicht übertrieben. Okay, wo haben wir denn noch Habichte? Die sitzen hier auf den Felsen, oder? Da fliegt einer, aber... Habichte, wo ist er? Da sind sie. So. 5 von 10 erst. Ja, holla. Das Ding hat 15 Sekunden Ablenkzeit. Das ist Frechheit. Hier hinten dran sitzen gleich noch die nächsten. Ich kann das noch nicht benutzen. Das ist ein Malte-Gegenstand. Ganz ehrlich. 15 Sekunden Ablenkzeit. Wer hat sich den Scheiß ausgedacht? Das Geile ist, du bist ja noch immer im Kampf jedes Mal. Kannst ja nicht mal gleich aufsatteln. Hier, mit dem Kampf. Hallo, danke. Malte lässt grüßen. Okay, das sind die nächsten. Ja. Larven haben wir noch mehr als genug. Nochmal nach Suche nach Gruppe reingeschielt. Oh, hier ein Tank. Ein Geräusch. Bau eine Gruppe zusammen. Kannst du tanken? Er ist jetzt 10 gemeldet. Ich nehme an, dass er tanken kann, aber höflichkeitshalber, wie wir sind, fragen wir mal nach. Ja, er kann tanken. Wir können heilen. Wir nehmen... 73er Paladin. Gruppeneinladung. Magier! Gruppeneinladung. Und, was haben wir hier noch? Ein Schamanen. Idee für Burg? Fragezeichen. Den nehmen wir auch noch mit. Dann sind wir voll. Geht Burg. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ob die auch für andere Instanzen angemeldet sind. Dann gehen wir gleich Burg, würde ich sagen. Okay, der Schaman ist anscheinend nicht da. Aber dann haben wir mal einen. Jetzt haben wir mal einen Vergleich zu einem Kriegertank. Das ist ganz nett. Können wir mal die K-Tanks mit Kriegertanks vergleichen. Der Schamane ist tatsächlich nicht da. Sehe hier noch Priester. Ah. Der Magier würde uns wahrscheinlich aber auch wieder den Dolch wegwürfeln. Aber gut, das ist wie es ist. Sind das jetzt 10 von 10? 9 von 10, oder? 9 von 10. Ja, das ist wohl AFK. Aber es soll sich nicht so anstellen, dass für beides gewählt um einladen. So, 10 von 10. Ist abgeschlossen, Gott sei Dank. Oh, wir haben 10.000 Mana immerhin. So, dann können wir die Quest schon mal abgeben. Okay, der Schamane ist tatsächlich nicht da. Den Priester will ihn hier einladen, das ist noch einer, der mir die Waffe nur wegwürfelt. Wir haben eh schon einen, der uns die Waffe wegwürfelt, der Magier. Der Paladin wird nichts damit anfangen können. Wo ist der Goldklee? Da ist der Goldklee. Und jetzt haben wir schon zweimal schon nicht bekommen. Ich hätte sie jetzt gerne. So.
372er Skill. Es läuft. Wir haben Tank Heiler, jetzt fehlt's am DD. Was kann ich für euch tun? 50 Quests abgeschlossen. Yay. Ist halt ein geboosteter Charakter. Oh, guck mal, die ist besser wie meine. Schönen Tag. Das Rübchen. Müssen wir allerdings natürlich auch gucken, dass wir hier oben am Laufen halten. Was brauchen wir? Ei eines Fjord Halblings? Halblings? Fjord Habichts. Ah, hier die Flotte der Allianz. Da ist ein Ei. Glaub nicht, dass die. Oh Gott! Hilfe? Ach Gott, müssen wir das jetzt auch wieder. Jörg und Falkenfeste. Ist das nicht hier? Ist das da, müssen wir das da unten machen oder was? Wahrscheinlich, können wir vorstellen. So, Idee. Noch ein Magier. Das heulende Fjord. War AFK plus einladen. Okay, wir sind voll. Fjörk und Falkenfeste. Steinfallen, 8 Eier eines Fjörners sammelt. Kehrt zurück, weil ihr eure Aufgabe erfüllt habt und nehmt den Käfig mit. Ja, wieso? Das kann ich doch hier gar nicht beschwören. Wie soll ich das machen? Heulender Fjord. Wo muss ich denn da hin? Cool, Geisterschiff. Auch noch nicht gesehen. Das hier ist aber nicht diese Falkenfeste. Darf ich nicht. Wo muss ich denn das mit dieser Quest machen? Ich finde diese Queststruktur mega scheiße in dem Gebiet. Ist mal ohne Mist. Wie soll denn das gehen? Oder brauchen wir doch wieder diese Larven? Nee, wir brauchen diese Larven diesmal nicht. Aber wieso kann ich das hier nicht beschwören? Musst du hier gehen, oder? Wäre doch irgendwo sinnig, dass es hier funktioniert. Da geht das nur hier drin. Aufzug Steinwall. Achso, das Aufzug Steinwall. Hä, wo dann? Hier, oder was? Belagerung? Nö. Wo sind diese Falkenfeste? Wo ist denn das, wo wir da. Hier sind halt die Eier. Das macht doch eigentlich Sinn, oder? Oder muss man. Rafft ihr das? Blöde Frage. Ist das doch hier? Ist das diese Falkenfeste oder was? Außenposten der Forscherliga. Ich raff es nicht. Wäre doch sinnig gewesen, wenn ich da runter muss. Ah, guck mal, er ist da. Ich gehe mal zum Porten. Komme zum Porten. Dann gehen wir einfach nochmal Burg. Ich raff das nicht. Nehmt euer dressierten Falken und geht zum Wirkung Falkenfest in der Nähe des Aufzugs am Steinwall, östlich von hier. War ich doch gerade. Von dort aus werdet ihr euren Falken aussenden, um die Eier des Habichts zu sammeln. Da war ich doch gerade. Wo soll denn das sein? Ist das so ein Mini-Inselstückchen oder was? Oder ist es das hier? Macht doch gar keinen Sinn. Jetzt ohne Scheiß, ich war doch da gerade. Ah, der Magier ist auch gleich da. Okay, gucken wir mal, wie es läuft. Also wir haben jetzt eine komplett andere Gruppe. Ah, haben wir einen Paladin dabei, wir haben einen Schaman dabei, wir haben einen Kriegertank dabei. Cool wäre, können wir das eigentlich irgendwie den Tank einblenden lassen? Buffs, General, Tipps, allgemein. Boah, wo ging das? Allgemein, Bindings, Effects, Rahmen, Heilgruppen, Tanks.
Denkst. Fokus, Begleiter, Fahrzeuge, mein Ziel, Gruppe, Heiler, selbst, Main Tanks. Ja, aber er ist ja nicht als Main Tank markiert. Wo muss ich denn da lang? Ja, eigentlich gibt es keine Tanks. Keine Ahnung. Ich hätte gerne den Tank hier einfach nur mal als Nebentarget. Gleich kann ich auch hier drauf klicken, aber das wäre cool, wenn hier neben dran wäre. Ich muss auf jeden Fall das mit GB der Besser muss nämlich ein bisschen besser laufen. Das lief nicht sonderlich gut. So, bin ich gleich da. Den Ei ist ein bisschen langsam. Ach, er ist auch schon da, oder was? Nee, das ist ein anderer. Ach so, ich hab Dings. Er ist da. Hugon brauchen wir noch. Oh, jetzt spottet hier jeder jeden. Egal. Wir werden schon alle hierher finden. Drei sind auf jeden Fall schon da. Ah, hier Main Tanks. Er ist jetzt oben immerhin gelistet als Main Tank. Das ist doch schon mal gut. Achso, habe ich jetzt wieder ein eigenes? Ja. Das ist zu weit entfernt. Weil die Horde hier in unser Portal reingeportet hat, was halt völlig sinnfrei ist, aber gut. Ich und die Horde werden eh nicht mehr warm. So, jetzt sollten alle einen Port gekriegt haben. Müssten alle da sein. Achso, wir sind Gruppenlead. Warte mal, zum Anführer befördern hier, bitte sehr. Nö? Was? Ich stehe am Stein. Hö? Achso. Wieso wurde mir nicht angezeigt? Alle da? Würden mir außerhalb der Reichweite angezeigt oder warum auch immer. Alle da. So. Wir buffen uns inneres Feuer. Hey ho, let's go. 46, ne? Oh, mit... Ja, markiert sogar. Luxus. Achso, ihn müssen wir so. Den müssen wir trotzdem so anklicken. Das geht nicht anders da. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er aufs Dach kriegt. Er kriegt gar keinen Schaden. Oder er kriegt einfach gar keinen Schaden. Er kriegt echt gar keinen Schaden. Er hat einen 1045er Gearscore. Die anderen hatten 600 Gearscore mehr und er kriegt keinen Schaden. Im Gegensatz zu dem DK. What? Oh, au, alle. Er kriegt keinen Schaden. Vergleich das mal. Er hat genauso viele gepult wie der DK. Der DK ist sofort instant draufgegangen. Gut, jetzt kriegt er Schaden. Er ist ohne Probleme gegenzuhalten. Okay, zwei fehlen. Aber trotzdem. Das ist krass. Das ist richtig krass. Er kriegt zu dermaßen weniger Damage. Und ich meine, er hat schlechtere Items. Er hat auch nur 8000 K Life. Jetzt kriegt er einen aufs Dach. Oder werden wir einfach gut und besser? Ich glaub nicht. Noch fehlt's Equipment. Aber er kriegt gefühlt echt viel weniger Schaden. Boah, ist das entspannt. Gut, wir haben auch noch einen Paladin. Segen der Weisheit ist halt auch mal sehr cool mit Mana-Rack. Ja, aber hier. Also das ist... Ihr seht's ja. Hier habe ich schon die ganze Zeit große Heilung spammen müssen. Hier kann ich nebenbei noch jemand anders heilen. Klar kriegt er auch aufs Dach, aber bei weitem weniger wie der TK. Und zwar krass weniger. Das mit weniger Life. Wobei der, ja gut, er kommt auf 10.100. Er bufft sich aber keinen Schlachtruf, komischerweise. Soll er vielleicht machen? Ah doch, jetzt hier. 11k Life. Ja, so.
wird ein Shoot raus. Boah, das wäre nice. Ich werde nur noch Krieger und Paladine in Gruppe einladen. Kein Mensch mag DKs. Halten wir es doch einfach mal fest, wie es ist. Guck mal hier. Das ist chillig. Diese eine große Heilung, die er braucht. Die kriegen wir... Ja, eine einzige Heilung bei der kompletten Gruppe. Das ist ja der Wahnsinn. So Unterschiede wie Tag und Nacht. Krass. Ich habe damit gerechnet, dass es einen gewissen Unterschied macht, das Ganze. Aber so krass. Holle die Waldfee. Hat er auch dieses Zeug eigentlich? Schulterstücke der Macht, cool. Das ist doch noch hier. Genau, das ist noch MC. Er hat MC-Equipment an. Krass. Geschmolzener Kernequipment hat er. Cool. Und er tankt den Drachen weggedreht. Ohne dass er in der Gruppe hustet. So, jetzt können wir mal kurz trinken. Oh, das ist angenehm. Gut, sogar komplettes MC-Equipment. Oh, mit um die Ecke gehen. Ist ja noch oldschool. Das lädt immer noch auf. So hab ich mir die Heilerrolle vorgestellt. Du drückst alle paar Minuten mal auf deinen Heal-Button und das war's. Nicht so, Heal, stirb nicht, stirb nicht. Genau so. Der hat einen großen Heal gebraucht. Das war's. Können wir mal die Gruppen-Heal rausschmeißen. Krass. So läuft's. So, bin mal gespannt, was der erste Boss droppt. Aber der Unterschied ist gigantisch. Cool, hier wird sogar das Thread angezeigt. Im Healbot. Wusste ich gar nicht. So, er ist außerhalb der Reichweite. Das war schlecht. Aber ich zu spät. Ich war jetzt überrascht, dass es so schnell gedroppt ist. Mein Fail. Aber ich krieg ihn ja auch geheilt. Sorry. Das war mein Fail. Hätte ich vielleicht doch eher eine kleine Heilung ansetzen. Jetzt ist er schnell umgekippt. Oh, das war jetzt alles gut. Das war jetzt mein Fail. Ja. So, nochmal Linskraft, wenn du es nicht brauchst. Alles gut. Die ganze Zeit frisst er keinen Schaden und jetzt hat er mal richtig gerade einen reingeschenkt gekriegt. Da bist du dann nicht mehr darauf vorbereitet. Auf einmal. Oh, go, go, go. Der war halt echt schön easy zu heilen eigentlich. Peinlich. Peinlich, peinlich. Dann kippt er mir weg. Er muss ein bisschen mehr... Ich glaube auch, das musst du auch lernen. Wann du Blitzheilung einsetzt, wann du eher eine große Heilung einsetzt, wann du eher die Füße stillhältst. Ich habe jetzt gar keinen Heal gebraucht eigentlich. Das ist noch so ein bisschen Learning by Doing. Schau mal hier eigentlich nochmal, das kann auch weg. Ja, auch die ganze Heilzauber ist eigentlich Blödsinn, dass ihr die in der Leiste habt. Er pullt sogar nach hinten. Schaden gekriegt. Ah, er kriegt gar keinen Schaden. Krass, krieg ich mehr Schaden wie er.
So. Go, go! 77% Mana und schon haben wir kein. Wir haben kein Mana-Problem, nichts. Das ist. Es ist Wahnsinn. Ihr Los ist das eure. War gerade gefühlt gar keine Heilung da, aber. Komisch. Nicht so schnell. Können direkt mal verblassen drücken. Oh, guck mal, die sterben gefunden. Schon ein gewaltiger Unterschied. Oh, hohe Bedrohung, ja, ja. Ah, jetzt haben wir natürlich in Ablenkzeit auch verblassen. Ja. Ja, natürlich, jetzt droppen. Na, das einzige Item, was er droppen kann. Zwei Items, die er droppen kann, die ich brauchen kann, und ein Item, was ich nicht brauchen kann. Was droppt jetzt dieses Kack-Item? Es ist, ich habe kein Glück. Ich habe kein Glück. Heute läuft's nicht so. Wir kriegen jetzt keine doppelten Erfahrungspunkte mehr bei 75%. Ja, wir werden heute... Level Up wird schwierig. Level 71. Ich habe eigentlich gedacht, easy going. Ja, wird doch schwerer wie gedacht. Vielleicht heute kein Level Up. Mal gucken. Aber spätestens morgen dann. Am Freitag übrigens ist Nax Ramas 10er. Und am... Sonntag ist Nax Ramas 25er, so wie es im Moment aussieht. Also ich gehe mal sehr fest davon aus, es gibt noch keine Bestätigung für 25er am Sonntag. Aber 10er sollte am Freitag auf jeden Fall klappen. Da gehen wir just for fun mit. Wir brauchen keine Items, außer vielleicht ein paar DD-Items. Mehr können wir aber nicht anfangen damit. Müssen wir mal gucken. Ja, schauen wir einfach mal. Bin gleich mal beim zweiten Boss gespannt. Noch wer Bergbau? Wie es da aussieht. Wir müssen uns immer zum Mana-Ring hinsetzen. Und werden Helden tun. Ja, so erstmal der Plan der Woche. Und ich werde aber trotzdem natürlich Lunera ein bisschen weiterspielen. Wird ja auch als Let's Play kommen bei YouTube. Demnächst übrigens schon für Kanalmitglieder. Achso, jetzt sag ich wieder auf mich selber gedrückt. Egal. Es waren auch zwei Gruppen, das merkst du kaum. Aber der Unterschied ist mega krass. Ich hätte nicht gedacht, dass es so krass ausfällt zwischen einem TK und einem Kriegertank. Bin mal gespannt, wie es mit dem Paladin-Tank ist, aber Paladin-Tank kriegt eigentlich genauso wenig auf die Mütze wie ein Kriegertank. Sogar teilweise noch ein bisschen weniger. Bin mal sehr gespannt. Können wir auch während des Laufens wirken, oder? Das ist ja ein Instant. Ja, wollte gehen. So, bis auf das eine Mal, wo ich kurz geschlafen habe. Vor lauter Begeisterung. Geil ist halt auch, der kann die halt auch stunnen. Einmal komplett, was halt auch sehr cool ist. Ist noch nicht bereit. Hier bist du zu nah dran immer. Aber das ist die Macht der Gewohnheit, wenn du als Tank spielst. Eigentlich stehst du immer vorne drin. Und jetzt hier musst du halt hinten dran stehen. Ist ja ungewohnt. Da drei. Mal die Gruppe hoch spammen. Mana haben wir ja. Spielt sich so angenehm. Nur nicht wieder verrecken lassen. Vor lauter Lob. Ja, leider jetzt wieder kein Item drin. Das Trash-Item, was droppen kann, sind die Schultern und die... Wir haben beide schon gesehen, die Schultern sogar zweimal. Die Schultern habe ich schon. Also auch da leider jetzt nichts mehr drin. Aber wir können uns auf den Nexus freuen. Nexus können wir ein paar Mal laufen, auf jeden Fall. Da droppt ganz gut Zeug, was wir brauchen können. Aber die Waffe wäre halt echt cool gewesen. Ist halt erstmal somit das Beste, was wir auch kriegen können. Oh, jetzt wird's spaßig. Okay, er kriegt erstmal gar nichts ab. Ja, der DK wäre mir schon verreckt, glaube ich. Er kriegt ja gar keinen
wieder gar keinen Damage. Jetzt kriegt er Damage. Er droppt einmal ganz schnell, aber sonst. So, Gruppen hier wieder hoch. Fertig. Beweglichkeit, Stärke. Wir können natürlich auch grüne Items, die können ja random droppen, da kann ja alles droppen. Selbst da können wir uns natürlich auch verbessern. Ist aber eher Glück, wenn da was kommt, wo wir uns verbessern können. Das. 77%. Wer ist denn das? Hugon. Achso, jetzt seid ihr falschen Castgebirg. Doch egal. Rolle der Intelligenz haben wir bekommen. Oh, wir haben nur Intelligenz-Buff. Achso, nur Kekse gab es leider nicht vom Magier. Na gut, jetzt ist es auch wurscht. Jetzt ist es auch Wurst. Boah, jetzt weiß ich auch, wie es die, also zumindest auch die Priester beispielsweise, mit denen ich ja gespielt habe, die hatten nie Mana-Probleme, wo ich Tank war. Jetzt weiß ich auch, wieso. Bei Krieger-Tank und beim Paler-Tank wirst du wahrscheinlich, habe ich kein Mana-Problem. Ich meine, hier 63%. Und ich heile schon über. Also wir könnten weniger heilen, wenn wir möchten. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Schilden ihn hier, schilden uns auch jeden Fall auch mal. Dairon, guck mal, was passiert. Den Mut aufzubringen, an meiner Seite zu kämpfen. Um Himmels Willen! Hör auf zu quasseln, du Schwachkopf! Hau einfach drauf! Er kriegt ja gar keinen Damage. Jetzt wieder. Kriegen mir ein bisschen Schaden. Der erste ist tot. Boah, easy going. das ist kein Vergleich. Das. Wir haben die blöde Brustplatte wieder gewonnen, aber das sind wieder 9 Gold, glaube ich. 8 Gold, ein. Ja, 8 Gold, ein. Okay. 91 Kupfer, 8 Gold, die wir gewonnen haben. Haben sogar noch 50% Mana übrig. Cool. Aber das siehst du mal, was das für ein Unterschied ausmacht. Ich meine, er hat einen Gearscore von 1047. Der andere Tank hat einen 1600er Gearscore und du bist mit dem Heilenkommen näher gekommen. Schon krass. Klar musst du es als Heiler einfach gegenheilen können. Aber das ist auch eine gewisse Equipment-Frage, finde ich. Und da ist eben im Moment zumindest jetzt noch weit Luft nach oben. Wir haben Mana-Rack drauf und 18. Ja, wäre zwar Willenskraft drauf, aber. Finde ich mal ein bisschen besser. Direkt 5 Mana-Rack ist. Wobei die Willenskraft fast mehr, glaube ich, wert ist wie die 5 Mana-Rack. Aber dafür kenne ich mich noch zu wenig aus. Da müssen wir uns erst reinfinden. Wir werden noch Priester-Experte. Kann ich auch versprechen. Und der ganz schön viel Leben. Oder? Dann der Priester live. 11.000, Holle Waldfee. Der hatte richtig gut Leben. Der Schamane. Welle der Heilung. Können wir unterbrechen? Ja, oder? Ne, Magiebannung können wir. Massenbannung, Magiebannung. Fesseln könnten wir. Können nicht unterbrechen, oder? Als Priester. Ich glaube nicht. Aber so spielt sich's wunderschön entspannt. Aus ab und zu mal Heal drauf. Mal eine Erneuerung. Zum Endboss haben wir wieder Heldentum. Wir looten ein bisschen was. Rolle des Schutzes. Den getroppt. Falsche. Arzt. Kriegt noch einen Rüstungsbuff von mir. Viel kommt. Viel kommt. Auch hier. Rache schön weggedreht. Wegen dem Feueratem. Lehrbuchmäßig. Bin begeistert. Dann die Zauberzeit. Das nächste Morgen von großer Heilung. Gebete Heilung. Cool.
Bist du dreimal stapelbar? Ah, unsere Erneuerung halt 600. Das ist gar nicht schlecht. Aber sogar nebenbei looten. Das Unterschied ist krank. Geschwitzt wie sonst was. Wir haben jetzt kein Item neu gekriegt. Gar nichts. Vorhin geschwitzt wie sonst was. Und hier easy going. 78%. So, Mana voll. Wunderhübsch. Hier ist noch ein Schild. Ich werde mein Gesicht mit eurem Blut bemalen. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass er durch diesen AOE-Effekt vielleicht nicht drauf geht. Aber auch hier schön rausgedreht das Ganze. Da ist es. Das hier. Okay, das soll ich gleich von Anfang an irgendwie gegenheilen. Im Idealfall. Ihn müssen wir einmal hochhauen. Ihn müssen wir hochhauen. Ihn. Mein Leben für. Okay, ging nicht mehr rein. Aber Schilden können wir ihn natürlich auch notfalls noch. Uns heilen wir einmal hoch. Hier einmal hoch. Da heilen wir einmal hoch. Ingvar, euer jämmerlicher Fehlschlag wird anderen eine Warnung sein. Oh cool, alle haben das mit dem hinter die Säule sich stellen, sich verinnerlicht. Aber ich glaube, das ist tatsächlich nur in NHC so. Das hat ja vorhin keinen Schaden gemacht. Das war Glück. Ich weiß es nicht. Hier, ja, dieses Gebrüll. Eine zweite Chance, ich glaube, es ist nur ein HC. Hat er hier gemacht? Ja, jetzt haben wir es wieder auf uns selbst geschmissen, ja. Das lädt immer noch auf. So, und da ist er hin. Schwere Rüstung. Marken oder sowas kriegen wir hierfür nicht, oder? Abzeichen. Ne, wir kriegen Spieler des Steinbewahrers. Immerhin. Aber leider nichts anderes. Gut. Das war mal entspannt. Mit denen würde ich gerne nochmal gehen. Das war wirklich heilmäßig. War das easy going. Das war super. Danke und BW. So, wir sind jetzt bei 79%. Ja, immerhin. Gut weit gekommen, finde ich, heute. Läuft. So, was haben wir denn jetzt? 21:45. Ein bisschen machen wir auf jeden Fall noch. Ein Portal hätte er ja machen können. Ja, das sind Magier. Der hat Was? Der hat keine Kekse. Der hat keine Kekse gemacht. Warte, ich will aus dem Wasser raus. Der hat keine Kekse gemacht, der Magier. Hast du schon wieder. Ach, geangt. Volle die Waldfee. Der hat auch gerätzt. Er hat keine Kekse gemacht, stellt kein Portal. Das sind die Magier von heute. Das ist normal. Wasserwandeln. gut, Wasserwandeln ist scheiße, weil dann schlägst du auf Wasser auf und bist tot. Das war das Problem. Danke euch, Bibi. So, dann bin ich auch mal raus. Ja, nochmal einmal, oder? Ich hab Bock drauf. Also, das Heil macht mir vor allem Spaß, muss ich sagen. Ich weiß, für euch wird es vielleicht sogar schon langweilig mittlerweile, aber ganz ehrlich, ich hab Bock drauf. Das Heil macht jetzt, also in der Gruppe zumindest ohne TK-Tank, macht das Heil echt Spaß. Das war recht easy. Du kriegst deine Erfahrungspunkte. Vielleicht fällt ein schönes Item für dich ab. Leider droppt halt hier nur. Okay, es droppen zwei Items, allerdings bei einem Boss. Aber, und dann droppt es nicht mal. Ich bin mal gespannt. Ich will dieses mit, wir probieren jetzt mal das, wo ich diesen blöden Falken freilassen kann. Das muss irgendwie ein mini kleiner Fels sein anscheinend. Aber das steht hier auch nirgends. Wenn du mit der Karte Außenposten der Forscherliga, das siehst du hier halt auch nicht. Wo du diesen blöden Falken freilassen sollst. Bauwerkzeuge. Nicht in meinem Element. Keine Ahnung. Wir probieren das jetzt mit dem Falken nochmal.
Kann nur am Wirkul-Falkennest verwendet werden. Aber wo ist denn dieses Wirkul-Falkennest? Kann man das mal einer erklären? Das raff ich halt nicht. Ausgrabung, Belagerung. Wo ist das Wirkul-Falkennest? Ist es. Das ist es nicht. Das ist auch nur so ein Aufzug. Wo ist das Wirkul-Falkennest? Ist es das? Wirkul-Falkennest, das ist es. Ja, super. Nur hier, nur da kannst du das Ding verwenden. Das ist ja völlig für die Tonne. Ah! Was? Oh, Hilfe? Okay. Was sind das für Quests hier? Das ist ja der Wahnsinn. Ne? Während einer Bewegung nicht möglich. Nahrungssuchen. Eins von... Hä? Ah, cool. Wir werden angegriffen oben von dem Eber. Wie komme ich da raus? Abbrechen. Wir werden hier oben von dem Eberblatt gemacht. Ah, cool. Ich habe in der Vor... Hilfe? Ja, wir können uns zwar heilen. Macht das Schaden? Was macht Schaden? Cool. Ich habe keine Schadenszauber übrigens in meinem Heilskill momentan drin. Weil ich bis jetzt nur geheilt habe. Das ist natürlich allerliebst. Wir gehen mal direkt auf Schaden. Wir können keinen Gegner besiegen. Im Heal Gear. Traurig. Traurig, traurig. Wieso hat das Ei jetzt nicht gezählt? Ach doch, 1 von 8 hat gezählt. So, was kann man hier über Fluggeschwindigkeit 300% erhöhen? Schleudert einen Schwall Federn in die Augen eines Feindes, diesen zur Verwirrung zu bringen. Ah, okay. Aber wir können mit ihm nicht kämpfen. Okay, 2 von 8. 41 sind die Quests gar nicht schlecht. Die sind ein bisschen abwechslungsreicher. Wie in der boreanischen Tundra, aber in der boreanischen Tundra warst du einfach viel schneller gefühlt. Na, kein Nest da? Da. Gefühlt konntest du da viel besser, knackiger questen. So, 4 von 8. Ganz ehrlich, er hätte auch ein Ei gereicht und keine 8 Eier. Heute ist mal wieder Pipis Beschwertag übrigens. Nicht wundern. Habe ich schon ein gutes Wort heute gesagt? Gut zum Krieger. Da war ich sehr begeistert. Ich glaube, sonst habe ich noch kein gutes Wort verloren. Schlimm, schlimm. So, 7 von 8. Ah, guck mal hier. Ich muss näher ran. Ach, so. Ah ja. Haha. Haben wir? Nee, 7 von 8. Hat nicht gezählt. Wir brauchen nur eins. Ah. 8. Sehr schön. Abbrechen. Gut. Mal gucken, wann die Questreihe zu Ende ist. Aber jetzt kriegen wir zumindest schon mal eine Robe, die besser war, wie die, die ich hatte. Und auch Gold kriegen wir. Natürlich mit den Zanzen machen wir auch ganz gut Kohle. Gegrüßt. So. Wir verdienen Ausdauer. Dafür kriegen wir aber ordentlich Zauber... Was ist ordentlich? 3 Zauber macht mehr und dafür aber Crit. 22 Crit drauf. Ich finde die besser, die Robe. Seid vorsichtig. Oh. Vorposten der Allianz euch gegenüber freundlich gesinnt. Sehr schön. Und wir haben natürlich auch wieder ein Paket bekommen. Diesmal, schade, ohne ein Pet drin, weil wir wieder als Heiler waren in der Instanz. Wo ist die Robe hingedroppt? Da. Lederrobe haben wir noch. Brauchen wir nicht. So, wieder rauszoomen. So, dann machen wir hier hinten die Quest weiter. Danach gehen wir hier in die Richtung Questen da weiter. Ich würde tatsächlich komplett hier im Heunen Fjord die ganzen Quests durchmachen auch. Aber danach... Gut, Grizzly-Hügel auch, weil wir die einfach mit dem Palatank nicht gequestet haben. Die Gebiete, die wir jetzt noch nicht mit dem Palatank hatten, die würde ich jetzt einmal gerne durchquesten. Wir werden dann trotzdem in die Drachenöde kommen und auch in die Sturmgipfel kommen, weil das einfach Questgebiete sind, die du machen musst, mehr oder weniger. Die auch sehr sinnvoll sind, weil du da sehr viele Erfahrungspunkte auch kriegst. Und auch sehr coole Quests haben. Aber da, wo es geht, werden wir einfach auch Quests machen, die wir noch nicht kennen, wie hier. Auch wenn wir sie nicht vorlesen. Was kann ich für euch tun? Aber ihr habt ja die Möglichkeit anzuhalten und euch die Quests anzuschauen. Seid auf der Hut. So, wir müssen Arbeiter töten. Und das hier müssen wir einsammeln. Bauwerkzeug. Oh, das ist hier halt praktisch, wenn du fliegen kannst.
Wenn du jetzt beispielsweise nicht fliegen kannst, musst du dich halt hier hochkämpfen erstmal. Das können wir uns schenken, wenn wir fliegen können. Was schon auch gute Vorteile. So, Schattengestalt. Mana ist voll, das sieht gut aus. Und dann gucken wir mal. Ja, wir ziehen uns jetzt mal nicht um. Wir haben insgesamt eigentlich jetzt ganz gutes Equipment an. Und das ist besser wie vorher. Ach, und zwar mit Schild. So, einen davon. Davon brauchen wir noch 5. Okay, wir brauchen sehr viele Gegner. Wie es aussieht. Ja, hier sollten wir erstmal mit einem Zauber anfangen, der nicht instant ist. Wie verschlingende Seuche, das ist instant. Vielleicht wäre sogar Gedankenschinden fast sinnvoller. Weil eigentlich am sinnvollsten Gedankenschlag ist. Danach das, das, das. Im Idealfall noch zurücklaufen. Dann das. Dann kommt er nicht mal an dich ran, bis er tot ist. Oh. Was kannst du? In Schildern. 25 Intelligenz, 25 Willenskraft. Wir wählen Trefferwendung und... Ja gut, Zauber macht leider. Dadurch. Jetzt mein Buff ausgelaufen, ist auch schlecht. Dann machen wir die noch einfach neu drauf. Wir machen schon nicht schlecht Schaden. Definitiv. Global Cooldown. Das ist das einzige kleine Problemchen. So, 3 von 5. Moin. 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 Eigentlich müssen wir die Zauber dann jedes Mal wieder erneuern. Wenn die ablaufen, allerdings sterben die Gegner weit vorher. Aber bei Bossgegnern wäre es so. Wir werden auch definitiv mal eine Instanz als CD fahren. Bin ich auch mal gespannt, wie sich das dann spielt. Aber du kriegst als Heiler einfach besser eine Gruppe zusammen. 3.100, oder? So, 5 von 5. 5 von 5. 5 von 5. 2 von 2. Haben wir schon alle? Nee. 2 von 2. Da war irgendwas, was wir abbauen können. Goldklee. Jo. Gekauft. Ah, hier. 1 von 10. Und wir nehmen schnell mal den Goldklee mit. Wir brauchen Skillpunkte. Und den Goldklee kann ich natürlich auch... Ich habe ja meinen Paladin, kann ja Alchemie. Wir können ja den Goldklee auch verwerten. Also es ist jetzt nicht verschwendet auf jeden Fall. Vielleicht holen wir den Dick noch mit. Gut, müssen wir trotzdem. Das sind auch... Nee, das sind nicht die, die wir brauchen. Ja, das war auch keiner, den wir brauchen. Den hier brauchen wir. Das ist zu weit entfernt. Und gleich kein Mana mehr. Ist aber kein Problem. Wir können hier gleich unseren Geist einsetzen. Ah. Hallöle. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Damit regenerierst du echt gut Mana. 50% sind drin, oder? Oh, nicht wirklich ein Problem. Er ist halt jedes Mal auf aggressiv gestellt. Das ist wiederum ein Problem. Er greift jedes Mal automatisch Gegner an. Aber sonst alles gut. So, 5 von 10. Gut. Ja, es fehlt der Tank. Gut, ich würde nochmal eine kurze Pause einlegen. An YouTube schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge.